Ja, willkommen hier zu einem weiteren Update aus dem Schwarzwald. Wir sind jetzt hier gerade in der Schlacht Royal Raubzüge. Und wir gucken hier mal die Belohnungen an. Ich habe 12.850 Totenköpfe. Und der Gesamtstand ist, wir sind auf Platz 4 mit 422.000 Totenköpfe. Wir haben die zweitmeisten. Hier einmal Deutschland, 101, ist ganz weit vorne. Oh, die sind cool. Die sind cool. Schade, dass ich die davor nicht gefunden habe. Die sind mir nämlich ganz neu. Und ja, wir haben leider nur drei Ländereien, sonst hätten wir jetzt vier Ländereien und wären dann auf Platz 2. Aber es läuft nicht schlecht, ich würde mir gerne drei Angriffe wünschen. Aber ich meine, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und wir bauen hier jetzt einmal noch die Barrikade aus auf 1,5 Millionen. Oder warte, wir haben Zauber und Ding. Okay, das geht klar. Das passt. Dann haben wir hier noch 1,5 Millionen auf den Kopf. Hier noch 1,5 Millionen. Und so langsam wird es knapp. Da kann ich dann nicht mehr alle 7 upgraden. Weil dann das Gold einfach nicht genügt. 1,5. Bauzeit verkürzen lohnt sich hier jetzt gar nicht. So, wieder 1,5. Gut. Das hier kommt jetzt noch auf Level 11. In einem Tag ist es soweit. Und das hier wird dann auf Level 12 geupgradet und kostet dann, glaube ich, 2 Millionen. Ne, schon 3 Millionen, aber erst auf Level 13. Und wenn ich erstmal die auf Level 13 alle habe, dann bin ich schon mal sehr, sehr gut im Vorteil. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Kisten gibt es nicht mehr für mich heute. Hier können wir noch ein paar Kisten öffnen. Hier einmal einen Tag, 10 Stunden. Die Kisten, die laufen so schnell ab, man wird es nicht für möglich halten. 2 Tage kommen, machen wir auch auf. Da kennen wir jetzt nichts. Wobei, ja egal, komm, ein paar Kisten müssen wir schon aufmachen. Dass wir wieder ein bisschen mehr Gold kriegen. Nochmal, okay, gut. Verkaufen wir. Da können wir noch eine aufmachen. Der Rest würde ich jetzt erstmal so belassen. Und dann einmal abwarten, bis wir hier wieder 15 Millionen haben. Und vielleicht den ein oder anderen guten Rüstungsgegenstand ergattern können. Gucken wir erstmal hier so im Inventar. Was gibt es da noch? Ein Schwert. Wie viele Plätze sind denn hier noch? 2 sind noch frei. Dann war es das eigentlich schon wieder für das Video. Ich glaube, ja genau, das läuft noch. Und jetzt sind erstmal wieder alle Arbeiter weg. Das, was ich, halt mal, was ich jetzt noch machen könnte, ist doch, ich versuch's mal, hier noch ein paar Gegenstände zu verkaufen. Und zwar erst einmal diesen Helm. Dann rüstungstechnisch verkaufen wir das. Schwert verkaufen wir das. Vielleicht komme ich noch auf 4 oder 6 Millionen oder wie viel auch immer. Kann ich nämlich noch meine Burgwache upgraden. Es ist jetzt natürlich wieder schwierig wie immer.
Aber ich glaube, den kann ich verkaufen. Den habe ich noch nie angehabt. Ich weiß, es gibt viele Dinge, die ich hier noch nicht angehabt habe. Die ich jetzt aber nicht so ohne weiteres verkaufen will. Ja, verkaufen wir auf jeden Fall noch ein paar Rüstungen. 4 Millionen Hammer, dann gucken wir, wie viel es da noch gibt. 300.000 ist jetzt auch nicht schlecht. Jetzt hier kratzen wir jetzt erstmal noch alles zusammen. 6 Millionen, ja, sehr gut. Dann können wir auch hier eine neue Burgwache upgraden. Da werden wir auf jeden Fall... Nicht die, die kostet 6,5. Weil wir haben nur 6 Millionen. Muss ich noch was verkaufen? Oder ich mache einfach noch meine Kiste auf. Perlen und Co. Perlen, da, die können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Da kriegen wir noch ein bisschen Gold. Das ist immer noch nicht genug. Verkaufen wir da halt nochmal eine Rüstung. Die da. So, aber jetzt können wir das ganze Upgrade machen. Und jetzt ist wieder gnadenlos alles belegt mit Upgrades und Updates und Pipapo. So lobe ich mir das Ganze. Jetzt müssen wir nur noch auf diese 15 Millionen kommen. Und dann passt das Ganze. Gut, lohnt sich jetzt auch nicht abzukürzen. Das war's für dieses Video. Ich muss zur Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.